Hallo Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, ihr Lieben, ihr hört es vielleicht schon, ich bin immer noch erkältet. Das geht bei mir so Berg und Tal. Über Weihnachten ging es mir recht gut. Jetzt ist wieder eine Erkältungswelle da. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Trotzdem wollte ich euch gerne zum Jahresende, zum Jahresabschluss noch das Video bringen, was ich in diesem Jahr 2023 alles haltbar machen konnte, ernten konnte. Ich führe nicht ein genaues Tagebuch, wo ich jede Kilogrammzahl aufschreibe. Das mache ich nicht. Aber ich möchte euch hier einen groben Überblick darüber geben, was ich auf jeden Fall alles haltbar gemacht habe. Und für meine Verhältnisse ist das schon eine ganze Menge. Ich war dieses Jahr sehr, sehr zufrieden. Und ich wünsche mir einfach, dass das in den kommenden Jahren genauso wird. Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem. Tomaten konnte ich richtig viele ernten. Ihr wisst ja, ich habe den Folientunnel und dort gelingt es mir jedes Jahr sehr, sehr viele Kilos Tomaten zu ernten. Wir essen die kleinen Cherry-Tomaten meistens frisch, die Wildtomaten, die ganzen kleineren Tomaten und dann koche ich jedes Jahr auch natürlich Tomatensauce ein. Das heißt, teilweise koche ich Tomatensauce ein. Davon habe ich ungefähr 10 Gläser dieses Jahr eingekocht. Ich koche immer in diese 3/4 Liter Gläser meine Tomatensauce ein. Das reicht für uns, für unsere Familie, für eine Mahlzeit. Und so berechne ich mir das immer ungefähr, wie viel wir für eine Mahlzeit brauchen. So viel koche ich dann ein und rechne mir das dann aus. Bei den Tomaten zum Beispiel, bei der Tomatensauce versuche ich immer auf 50 Gläser zu kommen. Das habe ich bis jetzt erst einmal geschafft. Letztes Jahr waren es 40 Gläser. Ich rechne das dann immer so, dass wir einmal die Woche ungefähr Tomatensauce essen. Und dann wären das im Prinzip 52 Gläser, die ich bräuchte. Allerdings in der Tomatensaison, die ja bei uns ungefähr von Mitte Juli, Mitte, Ende Juli bis in den November hinein im Folientunnel reicht, bei uns zumindest, dort habe ich ja auch immer frische Tomaten verfügbar, sodass ich auch immer eine frische Tomatensauce kochen kann. Deswegen plane ich so 40 Gläser mindestens, möchte ich schon gerne übers Jahr eingekocht haben. Und da mache ich das ganz unterschiedlich. Teilweise koche ich schon fertige Soßen ein, wo ich eben im Prinzip schon Zwiebeln anschwitze und dann die Tomaten mit dazugebe und noch andere Köstlichkeiten aus dem Garten, aus der Saison, zum Beispiel Basilikum oder auch Zucchini. Da muss man natürlich dann wieder beachten beim Einkochen, wenn man Zucchini dazu gibt, dass der Säuregrad dann wieder runter geht durch die Zucchini und man mehr Säure dazugeben muss fürs Einkochen. Zum Beispiel in Form von Zitronensaft oder Essig, Apfelessig nehme ich auch manchmal. Aber meistens benutze ich dafür Zitronensaft. Genau, und ansonsten, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, was dann wirklich so im September der Fall ist, weil ich im September einfach so viel Ernte mit reinbringe, dann mache ich das meistens so, dass ich einfach das Saatgut aus den Tomaten entnehme. Das biete ich ja für euch an in meinem kleinen Online-Shop, das wisst ihr ja. Und dann schneide ich mir die Tomaten einfach in Stücke, gebe die in einen großen Topf und lasse die einfach mit einem kleinen Schuss Zitronensaft kochen und tue die dann in die Gläser hinein, wenn die kochen. Und dann werden die nochmal so 30 Minuten bei 90 Grad eingekocht und das war es eigentlich schon. Und so kann ich natürlich, habe ich meine eingekochten Tomaten, die kann ich dann eben später noch in Tomatensoßen oder anderen Gerichten natürlich verwenden. Und das ist bei uns wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich diese ungefähr 40, 50 Liter Tomatensoße einfach eingeweckt bekomme. Das ist mir wichtig und wenn es auch eben nur eingeweckte Tomaten sind. Dieses Jahr habe ich auch so viele kleine Wildtomaten und Cherrytomaten gehabt, dass ich die auch noch wie eine Art Tomatensalat eingeweckt habe in so kleinere Gläser, sodass es immer mal für eine Portion reicht, für ein Abendessen zum Beispiel. Ja, natürlich wecke ich ganz, ganz viel Obst ein jedes Jahr, vor allen Dingen Apfelmus. Wenn wir eine große Obstschwemme haben, also wenn wir viele Äpfel haben, wie dieses Jahr auch wieder, dann lese ich regelmäßig das ganze Fallobst auf und aus dem Fallobst, weil sich das Fallobst eben nicht hält,
da mache ich dann eben Apfelmus draus. Apfelmus ist für uns wirklich ganz, ganz wichtig. Essen wir super gern, vor allen Dingen im Frühjahr. Jetzt über den Winter eigentlich gar nicht so, aber im Frühjahr, wenn dann wieder viele Eier verfügbar sind, da machen wir dann sehr gerne Eierkuchen, also Plinzen, wie wir das nennen. Und da gibt es dann eben immer den Apfelmus dazu und der verbraucht sich dann natürlich sehr, sehr schnell oder einfach zwischendurch als Snack für die Kinder ein Glas Apfelmus geöffnet und das ist immer lecker. Oder auch sehr gerne essen wir Milchreis mit Apfelmus dazu. Genau, das ist mal ein ganz schnelles Essen, wenn es mal wirklich ja, schnell gehen muss oder man fühlt sich nicht so, um ein großes Essen zu kochen, dann ist es wirklich ganz praktisch, den Apfelmus da zu haben und mal Milchreis dazu zu machen. Was haben wir noch? Eingekochte Birnen. Birnenmus mache ich auch, genauso wie Apfelmus. Und natürlich könnt ihr in meinen Playlisten nachschauen und schauen, ob ihr da diese Rezepte findet. Die sind alle verlinkt. Ich verlinke euch hier oben einfach nochmal ein paar Verarbeitungsvideos, wenn euch das interessiert, wie ich das alles einkoche und alles mache. Beim Apfelmus, da sammle ich meistens die Äpfel und dann mache ich gleich 10, 15 Kilo Äpfel auf einmal, damit sich das einfach lohnt. Und dann wird der ganze Wecktopf vollgestapelt bis oben hin mit Apfelmusgläsern. Das mache ich dann 2-3 Mal in der Saison und dann reicht uns das, denn dann haben wir unsere 20-30 Gläser Apfelmus zusammen und auch da wecke ich sehr gerne den Apfelmus schon in diese 3/4 Liter Gläser ein, damit es sich auch lohnt. Ja, auch Apfelstücke habe ich eingekocht mit Zimt und die kann man sehr gut machen, um mal schnell einen Apfelkuchen zu backen zum Beispiel oder einfach auch als Kompott. Das schmeckt so gut, einfach Apfelstücke in eigenem Saft, das habe ich vom Kanal Steffi kocht ein. Da hole ich mir auch immer sehr viele Tipps, aber die meisten Tipps habe ich tatsächlich von meiner Oma. Herzliche Grüße an der Stelle. Und da bin ich sozusagen in das Einkochen eingeführt worden. Und sie hat eben auch diesen leckeren Tomatensalat, den sie jedes Jahr immer noch einkocht. Sie kocht bereits schon seit über 40 Jahren kocht sie ein. Wir haben auch viele Pfirsiche eingekocht, weil mein Opa eine ziemlich gute Pfirsichernte hatte. Und der hat mir 2 10 Liter Eimer Pfirsiche geschenkt. Und die konnte ich dann zu Marmelade und zu Kompott verarbeiten. Also ich habe einfach nur die Pfirsiche in Wasser eingekocht. Das ist wirklich das Einfachste, was geht. Auch die Kirschen hinter mir, das ist wirklich so was, was super einfach ist. Einfach nur die Früchte wirklich in die Gläser packen, Wasser drauf und die dann 30 Minuten bei 90 bis 100 Grad einkochen. Also besser und einfacher geht es wirklich nicht mehr. Deswegen koche ich sehr, sehr gerne Obst ein. Und wir haben auch noch Pflaumen aus dem letzten Jahr, brauchte ich nicht einkochen. Wir haben noch Gurken, und zwar Senf- und Honiggurken. Und also damit sind wir gut bedient, zumal wir eigentlich die eingekochten Gurken nicht so oft essen. Tatsächlich habe ich auch einige Fermente noch stehen. Ich möchte auch noch ein bisschen Sauerkraut fermentieren, das habe ich dieses Jahr noch gar nicht geschafft. Aber das ist natürlich was super Tolles, Leckeres und Gesundes. Vor allen Dingen, wenn man das Sauerkraut dann nicht erhitzt, damit die Lactobakterien auch im Darm ankommen. Das heißt, fermentierte Sachen habe ich auch noch im Regal stehen. Aber an die Salzgurken wollen wir leider alle nicht so ran. Das ist einfach nicht so unser Geschmack. Deswegen habe ich im letzten Jahr keine Salzgurken gemacht. Und also das ist dann Geschmackssache eben, aber das Sauerkraut und auch rotes Sauerkraut, also Rotkraut, was fermentiert ist, das mögen wir alle sehr gerne. Ich habe auch reichlich Saft gemacht. Ich habe euch ja gezeigt, dass wir wieder Saft gemacht haben von unseren eigenen Äpfeln. Das ganze Fallobst, also einiges an Obst, das zeige ich euch auch gleich noch. Das haben wir natürlich in der Garage eingelagert. Das heißt, soweit erstmal zu dem ganzen Eingeweckten. Was ich noch vergessen habe, sind natürlich die ganzen Konfitüren. Ich bin dabei, immer zuckerärmer einzukochen. Ich habe also meine Konfitüre teilweise ohne Zucker eingekocht, teilweise 3:1 oder 4:1 Zucker benutzt. Dann ist es eben wichtig, dass wenn die Gläser ohne Zucker eingekocht werden, dass man, wenn sie offen sind, wenn man sie dann geöffnet hat, also die halten sich genauso lange wie gezuckertes Gut. Das Problem ist dann nur, wenn man sie öffnet, dann sollte man sie relativ schnell verzehren, aber
Ja, wir verbrauchen so ein Glas mit 380 Milliliter ungefähr Konfitüre auf 3 bis 4 Tage. Also schon ja recht viel. Und deswegen versuche ich immer so 100 Gläser Konfitüre im Jahr einzukochen, sodass wir rund ums Jahr wirklich welche haben. Und das ist wirklich super. Also das schaffe ich jetzt locker, zumal auch die Mispeln noch dranhängen. Das heißt also, die Ernte geht rund ums Jahr weiter. Ich möchte auch dieses Jahr Mispelmus einkochen. Das werde ich euch wahrscheinlich dann im nächsten Video zeigen, denn die Mispeln müssen jetzt geerntet werden. Die sind super, super lecker und es ist ein tolles, frisches Obst, was man jetzt noch im Garten ernten kann. Ich kann nicht genug schwärmen von der Mispel. Ich liebe einfach diese Pflanze, weil sie auch so robust ist, keine Krankheiten hat, wirklich regelmäßig Ertrag bringt. Das ist eine super Pflanze. Ja, wir haben auch noch Kürbisse da, also ja, 6 Hokkaido-Kürbisse, 3 Butternut. Die Butternut, die halten sich wirklich am allerbesten und längsten. Also wenn ihr einen Kürbis sucht, der sich lange hält, den ihr gut lagern könnt, die Butternut-Kürbisse halten sich wirklich bis in den Mai, Juni sogar hinein, wenn ihr sie ja so bei 15 Grad rum ungefähr lagert. Und genau, dann haben wir noch einen blauen ungarischen. Verschiedene Säfte habe ich noch eingekocht. Holundersaft, Traubensaft von unseren Trauben. Da habe ich ja auch Traubengelee gemacht. Und ja, also wirklich so, so viele Sachen. Die ganzen Konfitüren aus den unterschiedlichsten Früchten. Himbeere, Johannisbeere. Auch verschiedene Mischungen, obwohl ich das gar nicht so mag, diese Mischungen. Ich mag eigentlich lieber die pure Frucht, wie jetzt zum Beispiel auch die Brombeeren. Und ich mag es wirklich sehr gern, weil ja doch immer noch ein bisschen Zucker zugesetzt wird, eher säuerlichere Früchte einzukochen oder als Marmelade oder Konfitüre zu verarbeiten, wie zum Beispiel die schwarzen Johannisbeeren, esse ich sehr gerne, und eben die saureren Brombeeren. Und die süßeren Früchte, die Himbeeren, aber auch die kleinen Brombeeren, die wir ja, die ganz kleinen, die eben nicht so viel Säure haben, die packe ich mir dann immer in Gefriertüten und friere die dann ein. Ja, und jetzt gehe ich mit euch einfach nochmal gleich rüber in die Garage und da schauen wir nochmal, was noch in der Tiefkühltruhe ist. Denn wir frieren natürlich auch Gemüse und auch Fleisch ein von unseren Hähnen. Und dann haben wir eben ja auch noch reichlich Obst, Äpfel. Die Birnen haben wir alle gegessen. Wir haben auch noch keine Lagerbirne. Das heißt, eine Lagerbirne habe ich gepflanzt. Ich weiß gar nicht mehr genau den Namen. Die kann ich euch nochmal hier unten drunter schreiben. Ich glaube, das war die Pastorenbirne. Ja, die Pastorenbirne habe ich gepflanzt, denn wir haben nur Sommer- und Herbstbirnen. Also wenn ihr gerade einen neuen Garten anlegt oder überlegt, welche Sorten an Obst ihr euch in den Garten pflanzt, würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, wirklich Sorten zu nehmen, um die gestaffelt ernten zu können. Das heißt also zum Beispiel einen Sommerapfel wie den Klarapfel, der eben schon im Juli, August reif ist, dann könnt ihr da schon Äpfel essen. Einen Herbstapfel, der sich vielleicht bis Oktober, November hält, und einen Winterapfel, den ihr dann eben den ganzen Winter über einlagern könnt und bis in den April hinein dann noch Äpfel habt. Und genauso könnt ihr das auch mit den Birnen machen, eben diesen gestaffelten Anbau. Das finde ich für Selbstversorger oder wenn man sich wirklich mit dem eigenen Obst auch versorgen will, finde ich das eine super Sache. Und ich habe euch ja schon ganz oft gesagt, dass ich sogar es gut finde, noch mehr Beeren zu pflanzen, noch mehr Obstbäume zu pflanzen, einfach weil ihr die einmal pflanzt, ihr kümmert euch 2-3 Jahre um die Bäume, dass die schön anwurzeln, schneidet die schön und dann gehen die richtig schön in den Ertrag rein, je nachdem, ob ihr einen Halbstamm habt, einen Hochstamm oder einen Buschbaum. Die Buschbäume, die fangen natürlich schon viel eher an zu tragen, die Halbstämme erst nach 5 Jahren vielleicht und die Hochstämme ja dann erst nach 10 Jahren. Aber dort habt ihr natürlich dann eine richtig satte Ernte. Und ja, und ich bin eben immer begeisterter von den Pflanzen, die man eben ständig beernten kann, auch viel mehr Kräuter in den Garten zu integrieren, die man eben einmal setzt und sich dann eigentlich ja nicht mehr großartig drum kümmern muss. Das ist so meine Devise. Auch Kürbisse. Ich meine, Kürbisse sind so einfach zu ziehen, gerade Hokkaido-Kürbisse. Und wenn dann an einer Pflanze 3-4 Früchte dranhängt, dann ist doch schon einiges getan. Ja, ihr Lieben,
Soweit zu den eingekochten Sachen, fermentierte Sachen. Ihr seht hier noch Zwiebeln und Knoblauch. Meine 10 Kilo Zwiebeln, die ich von meinem Biobauern dazu gekauft hatte, die haben wir jetzt schon fast alle aufgebraucht. Die hatte ich ja im Oktober geholt und die sind jetzt schon alle. Aber ich habe hier noch zwei Zwiebelzöpfe hängen und die werden jetzt schätzungsweise vielleicht noch 4 bis 6 Wochen, vielleicht auch noch 2 Monate reichen für uns. Und dann habe ich ja im Folientunnel schon wieder Zwiebeln gesteckt, Winterzwiebeln. Und die kommen auch schon teilweise raus. Ich habe auch noch welche ins Gewächshaus gesteckt. Und meiner Erfahrung nach ist es dann so, dass die dann schon im März wieder beerntbar sind. Das heißt, ich kann auf jeden Fall im März kleine Zwiebelchen ernten mit Zwiebelgrün. Natürlich keine großen Zwiebeln, aber eben schon so eine Art Lauchzwiebeln kann ich dann ernten. Und dann kommen auch die Winterheckenzwiebeln. Das heißt, ich habe dann schon wieder richtig viel Zwiebelgrün, mit dem ich auch arbeiten kann und mit dem ich dann diese Lücke praktisch überbrücken kann. Es ist wirklich ganz praktisch, auch mit der Winterheckenzwiebel, die ja auch überdauernd ist und die ihr ja immer wieder beernten könnt, das Grün zumindest. Ja, ihr Lieben, und dann gehe ich jetzt einfach mal mit euch raus und zeige euch noch die Äpfel. Und ich denke, ich werde euch das jetzt einfach mal hier erzählen und euch das dann überblenden. Und zwar haben wir ja einige Stiegen an Äpfeln eingelagert. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir unsere Vorratskammer in der Garage schon fertig eingerichtet haben. Das ist ein Projekt, was wir auf jeden Fall dann jetzt über das kommende Jahr noch machen wollen. Wir wollen dort noch Regale aufstellen, sodass wir auch die Äpfel und alles richtig schön einsortieren können, dass die eben gut belüftet, durchlüftet werden. Und auch Kartoffeln. Unsere Kartoffeln, die wir geerntet haben dieses Jahr, haben wir tatsächlich schon fast alle gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt alle, wir haben zu Weihnachten die letzten davon gegessen. Und die Kartoffeln, die wir jetzt noch haben, die sind eben vom Bauern zugekauft. Natürlich wäre es schön, irgendwann mal, dass wir wirklich rund ums Jahr mit unseren eigenen Kartoffeln kommen. So weit sind wir noch nicht. Das heißt, dafür bräuchten wir einfach eine größere Fläche auch, um da die Kartoffeln anzubauen. Und ich habe eigentlich dieses Jahr viel mehr Augenmerk auf Wurzelgemüse gelegt, weil davon hatte ich letztes Jahr zu wenig. Ich habe zwar noch eingekochte rote Beete und so weiter, aber es ist eben so, dass ich einfach sehr gerne viele frische rote Beete haben will, denn ich liebe einfach jetzt im Winter frisch gepressten rote Beete-Saft mit Orangensaft. Das ist wirklich so eine richtige Bombe für mich, so eine richtige Vitaminbombe oder einfach frische, rohe, rote Beete-Salat, hatte ich euch ja auch schon mal in dem Video gezeigt. Das mag ich sehr, sehr gerne mit frischen Möhren dazu und deswegen war es mir einfach wichtiger, dieses Jahr viele rote Beete und viele Möhren anzubauen als mehr Kartoffeln. Und dann haben wir uns einfach mehr Kartoffeln vom Bauern zugekauft und da kommen wir jetzt ungefähr bis Mai, Juni mit den Kartoffeln hin. Und ja, da haben wir also ein paar Zentner gekauft, ich glaube 4 Zentner und ich glaube 1-2 Zentner haben wir selber geerntet. Genau, ja, und das ist super. Also ich finde es halt einfach toll an dieser ganzen Sache hier, dass ich nicht regelmäßig einkaufen gehen muss. Das heißt, auch wenn ich mal ein paar Wochen keine Lust habe, klar, wir haben keine Milchprodukte, noch nicht. Ich hatte ja schon oft gesagt, dass es mein Traum wäre, das mal auszuprobieren mit Milchschafen. Aber das ist einfach noch ein Stück Weg, weil es einfach jetzt schon so viel Arbeit ist. Für mich als dreifache Mutter ja auch, dass es einfach noch nicht drin ist. Ansonsten müsste ich die Kinder einfach sehr viel mehr einbeziehen, was ich schon versuche. Aber ich möchte sie auch nicht quälen mit der Arbeit und möchte einfach, dass sie noch Spaß dran haben, Freude dran haben und dass sie das einfach aus einer gewissen Freiwilligkeit heraus mit mir mitmachen wollen. Und meistens ist es eben so, dass sie lieber im Garten spielen und sich halt eine, was weiß ich, Ringelblumensuppe kochen, als mit mir im Beet rumzuwühlen. Aber ich versuche sie schon sehr oft einzubinden. Ja gut, das ist eben ein anderes Thema. Ja, aber mit den Milchprodukten müssen wir eben natürlich zukaufen, aber
Aber ich habe ja auch meine Getreidemühle und ich lagere auch immer, ich habe immer 25 Kilo oder ja, je nachdem, Getreide da, was ich mir bei einem, auch bei einem Biobauern kaufe, immer Bio-Getreide, also Dinkel. Und das kann ich dann natürlich auch super als Korn lagern, dann frisch mahlen und dann daraus Brot backen. Und ja, und so kommen wir eigentlich schon relativ gut hier in die Selbstständigkeit und müssen eigentlich nicht so oft einfach einkaufen gehen, was ich persönlich sehr, sehr toll finde. Auch wenn wir einfach Bratkartoffeln machen wollen, ich sage einfach hier, wir gehen raus, holen eine Schüssel Kartoffeln, wir haben hier Zwiebeln hängen, dann braucht man natürlich noch Fett, das habe ich immer da, ein bisschen Kokosöl. Und Eier sind auch immer da. Ich freue mich jetzt auch riesig, dass wir wieder Eier haben. Das heißt also, wir haben immer so am Tag zwischen einem und drei Eiern. Das reicht ja zu für die dunkle Jahreszeit. Die Hühner machen ja jetzt einfach eine Legepause und im März geht es dann wieder richtig los. Dann können wir uns mit Eiern wieder zuschmeißen und können uns kaum retten. Und deswegen, ja, jedes Ei ist jetzt ganz, ganz kostbar und wir essen jetzt eben weniger Eierspeisen. Also wir richten uns einfach mit dem Essen jetzt einfach total nach der Saison und essen einfach das, was wir jetzt hier so da haben. Und das ist wirklich eine schöne Sache, finde ich, wenn man eben nicht so angewiesen ist, immer einkaufen gehen zu müssen. Ja, in der Tiefkühltruhe habe ich natürlich auch noch reichlich Beeren eingefroren. Da möchte ich eigentlich im nächsten Jahr gerne noch mehr Beeren einfrieren, sodass wir mindestens 2-3 Mal die Woche über den ganzen Winter wirklich eingefrorene, tiefgefrorene Beeren essen können. Denn das ist ja wirklich so gesund auch. Und wir könnten natürlich Smoothies mal daraus machen oder Eis oder was auch immer. Also richtig toll. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten ein Bären-Tiramisu zubereitet mit unseren eigenen Beeren. Also richtig lecker. Himbeeren, vor allem Johannisbeeren habe ich sehr, sehr viele eingefroren dieses Jahr. Und natürlich auch Erdbeeren. Erdbeeren möchte ich gerne noch mehr anbauen, weil wir die einfach wie verrückt essen. Also natürlich frisch essen, wenn sie reif sind. Da können wir uns kaum mehr beherrschen. Da essen wir uns richtig satt und richtig voll, kiloweise Erdbeeren. Ich glaube, ich habe dieses Jahr 15 Kilo so ungefähr Erdbeeren geerntet, aber ja, das ist eigentlich nicht viel für eine fünfköpfige Familie. Wir haben vielleicht so 7, 8 Kilo eben frisch gegessen und oder vielleicht auch 10 und 5 Kilo habe ich eingefroren und dann habe ich auch noch ein paar Gläser Marmelade gekocht, allerdings nicht so viel, weil wir eben mehr roh gegessen haben. Ja, wenn roh und direkt von der Pflanze ist es ja immer das Gesündeste. Und deswegen essen wir natürlich auch saisonal, ja, im Sommer über richtig gesund, denke ich. Richtig viele tolle Sachen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was an Fleisch eingefroren. Bohnen, Erbsen habe ich eingefroren. Also Sellerie. Ja, und dann ist natürlich immer noch was im Beet zu ernten, zum Beispiel im Gewächshaus. Das muss man natürlich auch immer dazu sehen. Also ich habe ja im Dezember, Anfang Dezember, Ende November, habe ich ja den ganzen Folientunnel beräumt und habe dort Spinat eingesät. Und dort stehen ja auch noch viele Mangoldpflanzen. Das heißt also, vom Mangold können wir das ganze Jahr über ernten. Und dann haben wir Spinat, der kommt jetzt und der wird dann im März schon beerntbar sein. Also haben wir von März bis Mai ungefähr frischen Spinat zu essen. Da können wir dann auch wieder den roh essen oder natürlich verarbeiten oder in Salaten mit reinmachen. Und dann haben wir noch viele Wildkräuter in den Beeten stehen, wie zum Beispiel die Nachtkerzen, wo man ja auch jederzeit immer die einjährigen Rosetten, diese einjährigen, also Rosetten, diese kleinen leckeren Blätter abmachen kann und ernten kann. Dann kommen im Frühjahr dann die jungen Triebspitzen der Brennnesseln raus. Die Vogelmiere ist im Frühjahr ganz, ganz aktiv und ganz, ganz lecker und gesund. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Und jetzt im Moment haben wir auch noch ein bisschen Kohl stehen. Ich hatte ja dieses Jahr kein Glück mit dem Kohl, aber ein paar Pflanzen im Gewächshaus haben es gemacht und die wachsen jetzt auch schön weiter. Und da können wir uns halt auch immer so blattweise ernten. Das ist alles jetzt nicht so viel, aber es ist immerhin etwas und es ist was Frisches und das ist toll. Der Posteleinsalat, auch die kleinen Salatpflanzen. Also es ist schon
einiges, was da noch draußen wirklich wächst und zu beernten ist. Ja, Lieben, soweit dazu, was wir alles einlagern, einkochen und ernten konnten diese Saison. Natürlich in der Wachstumsphase können wir natürlich noch viel, viel mehr ernten. Außerdem haben wir ja reichlich Saatgut geerntet, so viel Saatgut. Also auch natürlich vom Gewürzfenchel und die ganzen Blumen, Kosmeen und blaue Malve und wie sie alle heißen. Das gehört natürlich auch alles zur Ernte dazu. Und ich freue mich auch auf den Gewürzfenchel, denn der treibt auch im März wieder aus. Und man kann dann schon diese jungen Sprösslinge, diese jungen Schosser essen. Auch der Spargel kommt dann im Mai oder April schon raus. Da können wir wieder grünen Spargel essen. Also ihr seht schon, wenn man wirklich seinen Garten bewusst anlegt und ein bisschen was plant und vor allen Dingen viel Wert auf Dauerkulturen und auch auf Grünzeug, also auf Wildkräuter legt, dann kann man schon echt sehr, sehr viel ernten und für sich oder für seine Familie eben haltbar machen und auch verwerten. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ich werde jetzt auch nochmal in mich gehen und schauen, was möchte ich gerne in das Jahr 2024 mitnehmen und was möchte ich eigentlich gerne lieber im Jahr 2023 lassen. Das heißt, es ist jetzt ja nochmal eine Zeit der Besinnung und der Rückschau, aber auch der Freude, was machen wir im nächsten Jahr, auch im Garten natürlich, aber auch familiär und alles. Und ja, ich wünsche euch auch, dass ihr das jetzt, dass ihr Zeit findet für euch, ja, diese Rückschau auch für euch zu machen und in euch zu gehen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich werde mich auch noch ein bisschen ausruhen jetzt die Tage, bis es wieder losgeht. Und ich glaube, ich brauche das auch ein bisschen, dass ich einfach noch mal ein bisschen runterkomme. Das tut mir gerade sehr, sehr gut. Ja, und deswegen, ich wünsche euch ganz viel Freude und wir sehen uns im neuen Jahr glücklich und gesund und freudig wieder. Und bis dahin sage ich Tschüssi. Herzlichen Dank wieder für eure tollen Kommentare, auch zum letzten Video. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr euch gefreut habt über die Überraschung, über unseren Teddy. Ja, und also wunderschön, ich freue mich und ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank wieder, auch für eure Spenden, für eure kleinen Käufe in meinem Online-Shop, für alles. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Video. Bis dann.